Bonjour. Bonjour, Kriminalpolizei. Sind Sie Alexandre Farrell? Wo wollen Sie denn hin? Sind Sie allein in der Wohnung, Monsieur? Ja. Wir machen eine Hausdurchsuchung. Können Sie das bitte überprüfen? Das muss ein Irrtum sein. Morgen fliege ich wieder in die USA. Das glaube ich eher nicht. Ich bin Arthur Sellerier, Ihr Pflichtverteidiger. Weißt du, was man dir vorwirft? Ich hätte ein Mädchen vergewaltigt. Gestehen Sie die Taten, die Ihnen vorgeworfen werden? Nein, denn sie hat es auch gewollt. Meine Tochter hat deinen Sohn wegen Vergewaltigung angezeigt. Das ist einfach unmöglich. Das ergibt keinen Sinn. Es wird ermittelt werden. Sie stehen unter richterlicher Aufsicht und können jederzeit im Gefängnis landen. Unser Sohn? Es ist sicher eine Verrückte. Und wenn er sie vergewaltigt hat? Weißt du, was du sagst? Ein Mann lügt zum Beispiel aus Angst oder weil ihn die Realität seiner Tat schlicht überfordert. Ich hab doch nichts gemacht. Sind Sie freiwillig mit ihm dahin? Er hatte mir gesagt, er hat ein Messer. Hat er Sie mit dem Messer bedroht? Ich muss diese Fragen stellen, Mademoiselle. Laut Ihnen sagte Ihnen Monsieur Farrell, blas mir einen Schlampe. Wenn der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war. Sie, Natalie. Mademoiselle, wie Mann, sind Sie auf Fieber? Eine Vorgeschichte, was Gewalt angeht? Vielleicht speziell. Ich kann dich das nicht der tun. Der Ansicht, Opfer einer Intrige gewesen zu sein. Das wird dein Leben ruinieren. Wessen Leben, Claire? Wessen Leben ist ruiniert? Wessen Leben?